NRW schafft Gebühren für Fehlalarme ab. Die NRW-Polizei verzichtet ab sofort bei privaten Hausbesitzern auf eine Gebühr für Fehlalarme. Das hat die Landesregierung beschlossen. Moderne Sicherheitstechnik ist ein wichtiges Mittel gegen Einbruchskriminalität, so Innenminister Ralf Jäger. Es wäre deshalb kontraproduktiv, Hausbesitzer für Fehlalarme weiter zur Kasse zu bitten. Man wolle die Menschen in NRW ermutigen, sofort die 110 zu wählen, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt. Bislang war für Fehlalarme eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 110 Euro fällig. Löste eine Alarmanlage aus, ohne dass tatsächlich Gefahr vorlag, zog dies einen Polizeieinsatz nach sich. Es folgte zwingend der Gebührenbescheid. Für die Betroffenen war das ein Ärgernis. Mögliche Stahlfusion. IG Metall fordert Klarheit. Derzeit steigt bei den Arbeitnehmern von ThyssenKrupp Steel Europe die Unsicherheit. Grund sind die seit Wochen anhaltenden Gerüchte über eine mögliche Fusion der Stahlkonzerne ThyssenKrupp und dem indischen Stahlunternehmen Tata Steel. Die IG Metall fürchtet durch die öffentlich geführte Konsolidierungsdebatte eine hohe Verunsicherung bei den Kunden. Außerdem bangen viele der Thyssen-Arbeiter um ihre Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft erwartet daher vom Unternehmen, dass alle Vereinbarungen des Beschäftigungssicherungstarifvertrages, insbesondere der Kündigungsschutz bis 2020 und der Erhalt der Produktionsanlagen ohne Wenn und Aber eingehalten werden. Sie fordert außerdem, dafür Sorge zu tragen, dass die unwürdige öffentlich geführte Konsolidierungsdebatte endlich beendet werde. Zu seinen Plänen soll der Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe AG auf einer besonderen Konferenz, die der Gesamtbetriebsrat am 12. August in Duisburg durchführt, Stellung nehmen. Zuschlag rechtskräftig. Abellio übernimmt Auftrag für S-Bahn-Betrieb im VRR. Abellio wird das Los B der S-Bahn Rhein-Ruhr übernehmen. Der Zuschlag ist nun rechtsgültig, nachdem die gesetzliche Frist von 10 Tagen ohne Einspruch eines anderen Bieters abgelaufen ist. Mit dem Zuschlag trennt sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr immer weiter von der Deutschen Bahn als Betriebspartner. Stattdessen sollen Keolis und Abellio ab Dezember 2019 die S-Bahn Rhein-Ruhr fahren. Keolis soll die Linien S1 von Dortmund über Bochum nach Solingen und die S4 von Dortmund nach Unna mit insgesamt 4,8 Millionen Zugkilometern betreiben. Abellio hat den Zuschlag für die Strecken S2 von Dortmund nach Recklinghausen, S3 von Oberhausen nach Hattingen und S9 von Haltern über Bottrop und Essen nach Wuppertal. Die beiden Unternehmen konnten sich im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbverfahrens gegen die Konkurrenz durchsetzen. NRW befördert mehr als 3000 Polizisten. 2184 Polizeimitarbeiter sollen von Juli bis Ende Oktober dieses Jahres befördert werden. Das teilte nun das Ministerium für Inneres und Kommunales mit. Wer sich täglich in den Dienst der Menschen in NRW stellt und für unsere Sicherheit den Kopf hinhält, muss dafür angemessen bezahlt werden, sagte Innenminister Ralf Jäger. Auf der Straße verroht der Ton gegenüber der Polizei zunehmend. Selbst alltägliche Einsätze wegen Ruhestörung oder Fahrzeugkontrollen eskalieren plötzlich. Diese Frauen und Männer verdienen unseren Respekt und unseren Dank, betonte Jäger. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren bereits 1502 Polizistinnen und Polizisten befördert worden. UDE, Studie zur Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West. Noch immer haben die Löhne und Gehälter in Ostdeutschland nicht das westdeutsche Niveau erreicht. Damit werden auch gut 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sowohl die Renten als auch die Rentenanwartschaften in Ost- und Westdeutschland nach getrennten Regeln berechnet. Wie schwierig der Weg zur vereinigten Rente ist, das hat nun eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen untersucht. Das Ergebnis? Die größten Unterschiede bestehen bei den Vollzeitbeschäftigten und hier insbesondere bei den Facharbeitern. Im öffentlichen Dienst, im Bereich Bildung und Erziehung oder dem Kredit- und Versicherungsgewerbe sei dagegen die Angleichung der Einkommen weit fortgeschritten oder sogar abgeschlossen. Auch bei tarifgebundenen Beschäftigten in der chemischen Industrie, der Eisen- und Stahlindustrie, dem Einzelhandel sowie der Metall- und Elektroindustrie zeigten sich keine systematischen Ost-West-Unterschiede mehr. Für die Branchen, in denen es noch Unterschiede gibt, plädieren die IAQ-Forscher für ein Stufenmodell mit einem Angleichungszuschlag, der schrittweise die Unterschiede der Rentenwerte bis 2030 abbaut.
Missstände im öffentlichen Nahverkehr. Linke startet Fotoaktion. Mit einer Fotoaktion will die Duisburger Linke auf die Missstände im öffentlichen Nahverkehr aufmerksam machen. Sie ruft Bürger dazu auf, Verspätungen, Ausfälle oder Schäden an Bahnen zu dokumentieren und dem Kreisverband zuzuschicken. Ziel ist es damit, auch andere Parteien und Entscheider auf die Situation im Nahverkehr aufmerksam zu machen. Bis Ende August können Fotos und Berichte von Missständen im ÖPNV per Mail an kreisverband@dielinke-du.de oder postalisch an den Kreisverband geschickt werden. Sonnig und heiß bei Werten bis zu 32 Grad. Der Sommer hält Einzug ins Stadtgebiet und verschafft uns auch morgen schönstes Sommerwetter. Der Himmel zeigt sich wolkenlos und die Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad. Der Donnerstag zeigt sich überwiegend heiter. Gegen Mittag ziehen aber erste Schauer und Gewitter auf, die viele Blitze und Regen bringen können. Die Werte liegen zwischen 19 und 28 Grad. Der Freitag präsentiert sich meist wolkig, nur vereinzelt lässt sich die Sonne blicken. Bei 18 bis 26 Grad bleibt es insgesamt aber trocken. Autofahrer aufgepasst, Blitzer stehen auch morgen wieder im Stadtgebiet. Die Ordnungshüter messen die Geschwindigkeit, unter anderem auf der Angertaler Straße in Warnheim-Angerhausen und auf der Schulstraße in Aldenrade. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. In Hochheide ist noch bis Ende September die Bruchstraße gesperrt. Der Friedhof kann an dieser Stelle nur über die Umleitung Duisburger Straße erreicht werden. Grund sind Bauarbeiten am Kanal. Und in Hochfeld ist ebenfalls noch bis Ende September der Verkehr in der Wannheimer Straße gestört. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet über die Karrierestraße, Düsseldorfer Straße bzw. über die Wörthstraße. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.